Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter gegen so, Leute. Wir werden jetzt noch ein paar, ich habe mal noch überlegt, Leute, wir werden jetzt noch ein bisschen gucken, wenn wir vielleicht noch uns holen könnten ins Team, Leute. Bin ich mal am Überlegen, ob wir noch gucken, wen wir vielleicht noch uns holen könnten. Weil der wäre halt nicht schlecht, aber fürs Mittelfeld haben wir ja schon einen guten. Fürs Defensive hätten wir ja gut, ne? Er wäre halt ein guter, dass man auch noch einen jungen Innenverteidiger hätte. Der wäre nicht, weil bei der Europameisterschaft hat er richtig gut gespielt, finde ich. Jetzt gucken wir mal noch, was hier noch so in England so noch abgeht. Vielleicht gibt's einen. Der wäre halt, wäre wirklich. Gucke, vielleicht können wir in Grimaldi, wäre ein guter. Ja, das ist jetzt halt die Überlegen, was, wie machen wir. Mal einer hätten wir ja, er ist halt einer, das ist echt noch Überlegung. Der wäre noch nicht schlecht, aber naja. Ja, das ist halt, eher das Robertson, Alter, heftig. War ein guter Isländer, wäre nicht schlecht. Ja, aber das ist halt das Problem. Er ist nicht schlecht, aber wir haben ja schon eine gute Defensive. Er wäre ein guter Verteidiger, aber er ist halt 25, okay. Draxler, Donnarumma, Alain, jetzt schon. Junge, das sind echt heftige. Oder ihn könnte man auch nehmen, aber. Schauen wir uns alle die Freigabesumme. Alter, was ist das für eine Freigabesumme, Leute? Junge, das ist ja nicht normal. Er wäre auch eine Machbare. Aber was ist das für eine Freigabesumme von Madrid? Was sind die denn für eine Freigabesumme? Das ist ja abnormal, oder Leute? Das ist so eine abnormale. Das ist so eine abnormale. Und ihn haben wir ja auch Mokat als Innenverteidiger. Ja, Alter. Ihn wäre für. Könnte man für 9 Millionen holen. Und Kubo, Alter, ja, Kubo, der hätte man, Alter, Kubo, den könnte man holen, ihn könnte man holen und ihn, weil er ist nicht, ich finde, er ist, ach, der könnte man gut spielen, Alter, Antrieb ist gut, Alter, das war für vielleicht die zwei mal gucken, vielleicht können wir ja mal schauen, vielleicht haben wir Möglichkeiten für die, er wäre auch nicht schlecht, Alter, wie Jovic, oder, der war ja auch nur, aber war nicht ganz so unser Sinn. Da ist noch keiner. Jetzt ist halt die Überlegen, Leute. Wir schauen mal, wen wir noch uns. Kupo könnte man mal uns nur angucken. Vielleicht Kaufvorschläge. Schauen wir mal, ob er so. Er hat 8 bis 10 Millionen, das werde ich noch für ihn zahlen. So. Da bin ich mal gespannt. Weil wir hätten ihn ja schon immer, wollten ja ihn holen. Wir wollten ihn ja immer holen. Aber der für 10 Millionen. Aber das ist halt das Problem. Der hat halt, der ist schon wieder dann nicht mehr gekommen. Abgebrochen, das ist halt das Problem. Dort würde ich sagen. 9,5 Millionen. Mal gucken, ob die 9,5 Millionen verlangen. Bin ich mal gespannt, Leute. Und wir tun noch den Wiederverkaufswert hochbar. Weil das habe ich jetzt auch oft gemerkt, Leute. Das funktioniert auch immer oft gut. Weil dann können wir die, wenn wir die verkaufen sollten, dann kriegen die 25 Minuten 75 Prozent. Aber das ist mir nicht so schlimm, finde ich. Okay, dann gehen wir mal auf 10. Gegenangebot. Weiter, das machen wir auf 25. Und Transfersumme, da gehen wir. Auf 10 erstmal. Gehen wir mal auf 10, mal gucken, was er da will. Weil ich würde halt noch gern noch zwei Spieler vielleicht noch gucken, so ein paar gute Spieler mir hole, vielleicht gucke, wen ich mir noch holen könnte. Gucke mal, ob
Hey, die werden im Alter. Alle 11-2, Alter. 11-2, da müssen wir arbeiten. Machen wir das nochmal höher. Mehr wollen. Ah, Scheiße, er hat mehr wollen. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Alter Leute, ich will nicht so viel zahlen. Ich will nicht so viel zahlen, Leute. Das will ich nach hoch pushen. Aber als 6 ist mir zu teuer. Da. Da ist mir zu teuer. Guck mal, ob er das will. Ich will nicht so teuer. 11, da ist nur 10,5 wert. Und die wollen 10,9 ist eigentlich ein guter Preis eigentlich, Leute. Ich verstehe es nicht. Alle, die werden ja immer teurer. Alle. Die werden ja immer teurer mit Kubo, Alter, ich verstehe. Alle 10,5, alle, ich. Mehr. Alter, warum nicht? Alter. Zwölf, Alter. Elfe machen. Ich guck mal, ob ich Elfe hinkriege. Mal. Elfen mit. Oh, Alter. Ah, nee. Elfe will ich. Oh, guck mal. Mal gucken, ob er Elfe will. Alter, das ist. Ja, Elfe, das wäre noch annehmbar, Leute, Elfe. Das wäre auch noch. 12, Alter. Warum wollen die immer. Alter, da ist nicht mal 10. Gerade 10.000, 10 Millionen wäre 12. Dann gehen wir mal. Die gehen wir mal auf 11,5. Gehen wir mal auf 11,5, Alter. Viel mehr will ich auch nicht mitzahlen, ab Kubo. Weil antrittmäßig ist er nicht schlecht, Leute. Aber die. Hauptmann. 12,5. Wir haben aller 12. Höchstens 12, den ich zahle. Noch 12, den ich zahle. Mehr machen, wenn die 12, den ich noch zahle, und wenn die 12 nicht machen, dann bin ich am Überlegen, ob das sind jetzt 1,5 Millionen mehr, wie er wert ist, Leute. Normal. Ah, 12,6, Alter. Warte mal, machen jetzt mal von 18 auf 25 und dann gucken wir mal. Mal gucken. Ah, Junge, allein mit Cooper zu verhandeln. Okay, als 74er könnte sich noch ein bisschen entwickeln, Leute. Aber 12,6 würde ich gar nicht zahlen für ihn, Leute. Okay, dann gehen wir mal. Machen wir das auf 12,2. Warte mal, 12,2. Gehen wir auf 2. Übernehmen. Weiter und weiter verkaufen und nochmal hoch pushen. Weil auf 12,5 will ich nicht gern hochgehen. Wenn dann zumindest so auf 12, knapp 12, 12.
Alter Mann, um Meter 12 zu 2 war. Alter, ist viel. Alter, was ist denn jetzt, Alter? Das ist doch nicht wahr, oder, Leute? Jetzt waren die 13, 12, Alter. Leute, was ist denn, Alter? Alter, Gegenangebot, neuer. Schauen wir mal, 12, 4, Alter. Mal langsam, Alter. 12, ich gehe vielleicht bis 5, 12, 5 noch. Mehr gehe ich wahrscheinlich bei Kuchen nicht mehr. Mehr als. Alter, was ist denn so. Junge, Leute. Alle. Gegenangebot. Dann machen wir doch noch ein bisschen höher wieder. Summe, dann machen wir 12. 12,5. Wenn 12,5 mehr machen wir nicht, Leute. Alter, 12,5 ist doch ein mega guter Preis. Warum nehmen die nicht an? Warum? Okay, Kubo. Wird vermuten. Ja, komm, Cooper hat den Wunschpreis. Oh. Alter, nein, oder? Ei. Okay. Ja, Mann. Okay, gut. Okay, gut. Okay, naja, 13, so viel wollte ich eigentlich nicht zahlen für. So viel wollte ich nochmal nicht zahlen, aber ich. Naja, okay. So viel wollte ich eigentlich nochmal nicht zahlen für Kuba. Er ist halt ein guter Spieler, finde ich. Wäre halt nicht schlecht für das. Und dann würde ich noch, dann will ich noch irgendwie noch versuchen, Innenverteidiger noch hinzukriegen. Noch zu kriegen vielleicht, weil da ist ein cool. Weil ich würde halt noch Innenverteidiger noch in dem hier. Irgendwie noch mit Nein nehmen, Leute. Ich bin mal noch nicht sicher, wen genau. Aber ich bin mal echt am Überlegen, ja, weil er wäre halt nicht schlecht. Das ist halt ein bisschen Konkurrenzkampf in der Bundesliga. Wir werden vielleicht ein bisschen Probleme kriegen mit Teams in der Mannschaft. Aber dann könnte man theoretisch, wenn so viel Knatsch kommt, vielleicht auch ein paar Ausleihen so ein bisschen. Muss ich ja schon jetzt machen werden, bald. Wenn das Ding fertig ist, dass man da jetzt noch ein bisschen. Ding machen und wenn einer könnte man den anderen verarbeiten. Oh, man Freigabe so eine 33 Millionen. Gegenangebot. Hundert Millionen, wenn einer für ihn 100 Millionen zahlen will, okay. Ja, ich. Da will für 33. Ich. Wir wollen ihn kein Einge. Alter, lassen doch einfach den. Ah, ja, okay, dann kriegen wir mal gucken, was wir. Immer die Spieler mit der Freigabesumme, das ist manchmal.
38, aber ich gebe sag die ein, Zusatz Einstiegsbonus, die mal bitte runter pushen. Machen wir auf 250, 200. Mehr kriegt er nicht, leider. So, und dann haben wir, wenn, dann ist der, und dann müssen wir, wollen wir halt noch. Okay, jetzt haben wir ihn waschen. Jetzt haben wir ihn nach, oder? Ja. Aber Leute, jetzt würde ich fast sagen, machen wir für heute wieder Feierabend. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.